für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde mir wünschen, dass alle Teile dieses Hauses anerkennen würden, dass wir heute einen Einsatz beraten, der auch auf die Initiative aus dem Bundestag heraus angepasst wird. Es ist ein Einsatz, der von Europa aus verändert wurde. Und wenn wir Europa betrachten, so müssen wir schon feststellen, dass in der Umgebung Europas ganze Nachbarschaftsregionen von Zeichen des Zerfalls geprägt sind. Und umgekehrt ist der innere Zusammenhalt Europas durch Flucht und ungeklärte, ungelöste Fluchtursachen gefährdet. Und wir sollten nicht den Kräften in die Hände spielen, die von einem Zerfall Europas profitieren, und schon gar nicht jenen Kräften, die vom Zerfall der europäischen Nachbarschaft profitieren. Und genau hier setzt die Mission Sea Guardian an. Was ist das Besondere? Wir handeln hier nicht einseitig mit militärischem Interventionismus oder einseitig mit absoluter Zurückhaltung, sondern hier wird wohl überlegt ein vierfacher Ansatz gewählt. Erstens auf bekannter Ebene Lagebilderstellung, Überblick, was im Mittelmeerraum auf 2,5 Millionen Quadratkilometern geschieht. Zweitens Durchsetzung des UN-Waffenembargos, nicht nur vor der libyschen Küste. Aber drittens und viertens zwei Bereiche, die uns auch gerade als Bundesrepublik Deutschland am Herzen liegen sollten. Erstens eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, nämlich dass wir eine verzahnte Operation haben mit unseren überdehnten Kräften, nicht nur der Bundeswehr, sondern überhaupt der militärischen und auch der zivilen Sicherheit in Europa. Auch die zivilen Instrumente der Europäischen Union werden dadurch gestärkt, das Militär entlastet. Und der zweite Aspekt ist, den halte ich für den entscheidenden, dass wir eine Brücke schlagen über das Mittelmeer zu Ländern wie Jordanien und Libanon, Herr Kollege Nouripour. Das ist ja genau das, worum es geht, und nicht um die syrische Marine. Oder aber auch in Richtung Libyen und Tunesien. Warum ist das so entscheidend? Das sind Staaten, die mit Mühe und Not versuchen, ihre Staatlichkeit aufrechtzuerhalten, die teilweise mithelfen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, die aber insbesondere durch Transit der Migration erheblich leiden, deren Staatlichkeit gefährdet ist und die europäische Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir alle, die in diese Region reisen, sei es nach Tunesien oder auch in den Libanon oder nach Jordanien, wissen, wie stark diese Länder auf Unterstützung und Stabilisierung angewiesen sind, nicht nur im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich Gesundheit, guter Lebensführung, Wasser und Gesundheit, sondern eben auch in Ertüchtigung der Küstenwachen, in Ertüchtigung der Marinen, aber auch in der Schleuserbekämpfung. Und das Beispiel zwischen Griechenland und Türkei in der Schleuserbekämpfung ist vorbildlich in der Einrichtung. Wir sollten das auch mit Blick auf Libyen in der Zukunft wagen. Ich möchte deshalb Werbung machen für diese Operation, die sicherlich noch zu füllen ist mit ganz klaren operativen Zielen. Das ist abzuleiten, und es wird ja auch bis Ende des Monats auch in der NATO dann endgültig beraten. Es ist aber auch ein Zeichen, dass unser Parlament handlungsfähig ist, frühzeitig an solch einer Operation mitzuwirken und nicht im Nachgang dann irgendwann etwas zu billigen, sondern frühzeitig beteiligt zu werden. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir schon vor 14 Tagen in den Operationsplan hätten schauen können, aber uns wurde vom Auswärtigen Amt zugesichert, und es ist wohl auch so, dass er seit gestern in der Geheimschutzstelle liegt. Das ist doch schön, dann hast du es ja lesen können. Außerdem, meine sehr geehrten Damen und Herren, gut Ding will Weile haben. Entscheidend ist, dass wir heute in der ersten Lesung die einzelnen Punkte betrachten. Ich möchte noch einmal deutlich machen: Wir machen nicht eine klassische Militäroperation, die mit Robustheit im Mittelmeer Show of Force zeigt oder die ganz gezielt über Artikel 5 alle Instrumente der NATO bewegt, sondern die in einer engen, gemeinsam abgestimmten Operation zwischen NATO und EU die Hand reicht an diejenigen Partner, die die Unterstützung wollen. Und das ist die eigentliche Neuigkeit, die wir leisten sollten. Das bedeutet, mit dieser Operation bauen wir nicht nur eine Brücke über das Mittelmeer. Wir zeigen den Mittelmeeranrainerstaaten, dass wir einer Sicherheitsgemeinschaft angehören. Und das ist des Schweißes der Edlen wert. Ich werbe deshalb um Zustimmung für dieses Mandat. Herzlichen Dank. Zum Schluss dieses Tagesordnungspunktes hat der Kollege Florian Hahn.